Wenn du seit langem auf der Suche bist nach einem Video, welches dir Schritt für Schritt den ganzen Facebook-Ad-Prozess erklärt, dann bist du hier goldrichtig. Mein Name ist Apo Swali, ich bin hauptberuflich E-Commercer und habe meine erste Facebook-Werbung so gut vor ungefähr 5 bis 6 Jahren geschaltet. Heutzutage betreibe ich Shopify E-Commerce, schalte tagtäglich neue Advertisings, neue Werbungen. In diesem Video möchte ich dir Schritt für Schritt erklären, wie du Facebook-Ads nutzen kannst. Wir starten mit dem heutigen Video. Punkt Nummer 1, über was ich heute reden möchte. Ich sage dir mal ganz kurz, über was wir heute reden. Wir schauen uns erstmal den Business Manager an von Facebook. Das ist der Ort, an dem du als Unternehmer meistens unterwegs bist. Nicht auf facebook.com oder .de, sondern auf business.facebook.de. Und das ist der Ort, an dem ich die meiste Zeit vertreibe, denn hier kannst du deine Werbung schalten und hast tiefgründige Informationen, tiefergehende Informationen zu deinen ganzen Werbungen. Wir schauen uns erstmal die ganze Unterteilung an, wie das hier aufgebaut ist. Was musst du dafür machen? Nichts, einfach zurücklehnen, zuschauen, die Notizen machen, eventuell ein Like für dieses Video abgeben und dann kannst du das Ganze schon von zu Hause aus einfach nachmachen. Wir fangen mal an. Hier bin ich auf business.facebook.com und ich bin hier in einem Mentoring-Videos-Test. Das heißt, ich bin in einem Test-Account drinnen. Jedoch gilt das auch für dich, wenn du einen Account erstellen möchtest, für deinen Werbeanzeigenmanager. Machst du folgendes, du gehst auf business.facebook.com und meldest dich mit deinem Hauptaccount an und die geben dir einen, oder Facebook gibt dir einen weiteren Business-Account, schreibt dir einen weiteren Business-Account zu. Du kannst ein Werbekonto erstellen und landest in diesem Fenster. Wir haben hier alle verschiedenen Einstellungen, die wir benötigen. Vieles, vieles, vieles Verschiedenes. Beispielsweise haben wir hier den Werbeanzeigenmanager. Hier können wir die ganzen Werbeanzeigen schalten. Jedoch haben wir auch den Event Manager, wo wir die ganzen Pixel und so weiter anschauen. Analytics, Werbeanzeigenberichte. Hier können wir Zielgruppen erstellen. Okay, wir haben die Unternehmenseinstellungen, um das Ganze mal zu analysieren. Wir haben hier die Rechnungen. Wir haben einfach alles hier und das ist schön ordentlich. Was wir machen wollen, wenn wir eine Werbung schalten, das Ganze läuft so ab. Das wird in 3 Kategorien untergliedert. Nummer 1 ist die Kampagne. Hier wählt man ein Ziel der Kampagne aus. Beispielsweise möchtest du Käufe, Verkäufe erzielen. Dann klickst du hier einfach bei der Kampagne auf eine Kampagne, die dieses Ziel unterstützt. Weiter geht's mit der Anzeigengruppe. Da ist das Targeting gemeint, beziehungsweise die Targeting-Methoden, die du hier auswählst, kannst du bei der Anzeigengruppe machen. Das heißt, wen möchtest du erreichen? Beispielsweise Fußballfans. Oder möchtest du Leute erreichen, die gerne Schach spielen? Ich weiß es nicht. Du kannst ja einfach jeden erreichen, den du haben möchtest. Und dann kommen wir zu Punkt Nummer 3. Das ist die Werbeanzeige. Das ist schlussendlich die Anzeige, die dein Kunde oder potenzieller Kunde sieht. Hier haben wir verschiedene Spalten, die wir anschauen können, was für Ergebnisse wir hierbei haben sollen. Hier zum Beispiel das Budget, Ergebnisse, Reichweite, Impression, Kosten pro Ergebnis, ausgehender Betrag. Ich passe das Ganze immer meistens so an, dass ich mir die wichtigsten Werte hier reinhole, denn das sind Facebook-Standardwerte. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Beispielsweise die Kosten pro 1000 Impressionen, nach denen rechnet dich Facebook ab. Das heißt, wie viel zahlst du für 1000 Impressionen, hole ich mir immer ganz, ganz oben mit rein. Eventuell auch ein Cost per Klick, Kosten pro Link-Klick, holst du dir oben mit rein, damit du diese Werte siehst. Und so kannst du mir halt hier durchklicken und die ganzen Sachen hier genau anschauen, was du alles angezeigt haben möchtest. Danach drückst du auf Übernehmen. Ganz wichtig, du gehst auf Speichern, denn sonst ist das nicht gespeichert. Wenn du jetzt eine Werbeanzeige erstellen möchtest, musst du natürlich erst eine Kampagne erstellen. Darauf folgt die Anzeigengruppe, darauf folgt die Werbeanzeige. Wir gehen mal hier ins Fenster und wir erstellen eine schöne Kampagne. Die Frage ist natürlich, welches oder was sollen wir hier auswählen. Was für ein Ziel da ist, das wird auch am Ende ausgeführt. Okay, wenn du Traffic hast, das heißt für Webseitenbesucher, dann wirst du auch sehr, sehr viele Webseitenbesucher haben. Wenn du Conversions heißt, was so heißt, das heißt wie Kauf, dann wirst du auch mehr Käufe haben. Okay, die Werbung ist teurer als die Werbung, weil Webseitenbesucher natürlich günstiger sind als Käufer. Das heißt, je besser die Qualität deiner Leads, die du von Facebook zugespielt bekommst, desto teurer wird das Ganze, desto teurer zahlst du oder desto mehr zahlst du beispielsweise für 1000 Impressionen. Das ist wichtig zu wissen. Du kannst dir eine Traffic-Werbeanzeige mit einer Conversion-Werbeanzeige direkt miteinander vergleichen, denn am Ende des Tages sind das komplett andere Zahlen. Welche Ad-Form gibt es jetzt hier? Wir haben hier bei Bekanntheit, Markenbekanntheit und Reichweite. Das habe ich als Facebook-Adsler, also der auf Produkte Werbung schaltet, das habe ich wenig. Also ich habe das so gut wie nie weniger geschaltet. Vielleicht habe ich mal ein paar Tests damit gemacht, aber nichts Besonderes. Erwägungen, welche hier wichtig sind, auf jeden Fall Traffic, Webseitenbesucher. Du hast Interaktionen, was auch wichtig sein kann. Okay, PPE-Ads, auch genannt PPE. Interaktionen auch genannt, dass du mehr Interaktionen bekommst. App-Installation, wenn du Softwareentwickler bist, an dieser Stelle nicht interessant. Videoaufrufe, wenn du ein Video hast, welches Videoaufrufe bekommen soll, dann ist wohl das hier die beste Option. Jedoch muss ich an dieser Stelle warnen, statt Videoaufrufe will ich öfter Conversion-Ads. Lead-Generierung, wenn du Mails sammeln möchtest,
Und Nachrichten, das habe ich auch nicht gemacht. Das ist einfach eine Option, um mehr Nachrichten zu bekommen. Eventuell interessant fürs Consulting, für die Unternehmensberatungsseite. Das heißt, das ist wichtig, das ist wichtig, das kann wichtig sein. Und das für Mails. Für Conversion, für Käufe benutze ich eigentlich das hier und das ist eigentlich so die Main-Ad-Form, die ich schalte. Die benutze ich für andere Zwecke, beispielsweise beim Skalieren und so weiter. Aber das ist so meine Main-Form von Ad, die ich schalte. Ich zeige dir gleich warum. Wenn wir jetzt nämlich eine Conversion, wir nennen es mal Website Conversion 1, Shirt 1, 1603. Ist es wichtig, dass du hier auf jeden Fall ordentlich vorgehst, denn du kannst ziemlich schnell durcheinander kommen, wenn du 10, 20, 30 aktive Ad-Sets hast. CBO, Optimierung des Kampagnenbudgets, schalten wir an dieser Stelle aus. Darüber kann ich ein externes Video machen. Wenn ihr ein Video dazu haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Kann ich gerne drehen. Hier haben wir einen Split-Test, machen wir jetzt an dieser Stelle auch nicht. Wir machen einfach eine ganz normale Ad. Hier sind wir im Fenster. Hier machen wir das ganze Targeting. Das heißt, Name der Anzeigengruppe. Ich habe mal vorhin hier so ein random T-Shirt rausgeholt. No one cares. Wow. Also wir schalten erstmal random irgendwas drauf. Wichtig ist auf jeden Fall bei den Interessensgruppen oder bevor du ein Produkt kreierst, ich gehe mal so hin, dass ich am Ende des Tages genau weiß, an wen ich targete. Mach dir unbedingt die Gedanken, bevor du ein Produkt erstellen lässt, bevor du Produkte bestellst, bevor du irgendwas mit einem Produkt machst, fang mit dem Marketing an, okay? Marketing fängt in diesem Punkt an, indem du wirklich aktiv sagst, ich habe mich entschieden, hier das zu targeten. Das heißt, hier nehmen wir Zielseite, Webseiten. Facebook-Pixel ist ein, der Facebook-Pixel wird für dich sehr wichtig sein. Er optimiert einfach alles. Okay, Facebook-Pixel ist eines der mächtigsten Waffen, die wir hier in diesem Geschäft haben. Okay, es ist wie ein mächtiges Schwert, was du rausziehen kannst. Denn der Facebook-Pixel trackt Informationen von Webseitenbesuchern, die auf deine Seite kommen, sodass du Leute wieder erreichen kannst. Beispielsweise das Retargeting kennt man wahrscheinlich. Wenn du eine Webseite besuchst und 5 Minuten später eine Werbeanzeige von dir irgendwo angezeigt bekommst, das ist nicht die CIA oder sonst was, nein, das ist einfach der Pixel. Der Pixel trackt Informationen und der Pixel, du kannst den Pixel dazu benutzen, dass er trackt, was du gerade angeschaut hast und ob du ihn da wieder erreichen möchtest. Ich habe unten ein Video zum Facebook Pixel. Schau es dir am Ende von diesem Training an. Okay, schau es dir am Ende an, nicht jetzt. Es geht tiefer gehen zum Facebook Pixel. Wir gehen das Ganze durch. Da verlinke ich das Video, wie du Facebook Pixel anschaust, unten in die Beschreibung. Aber wichtig ist, dass wir das Ganze jetzt erst anschauen. Das ist einfach. Wenn wir im Facebook Pixel sind, können wir beispielsweise direkt auf Kaufen gehen. Eine Website Conversion Ad mit dem Ziel kaufen. Was wir hier haben, hier können wir mal hier ein bisschen durchklicken. Kostenlimit optional. Für Anfänger jetzt nicht zu empfehlen. Wofür zahlst du? Das habe ich selbst noch nie angekündigt, um ehrlich zu sein. Ich dachte, das kann man ändern. Nein, man zahlt für Impressionen, Cost per Mil. Die Kosten für 1000 Impressionen sind da umso wichtig. Der CPM, wie viel zahlst du für 1000 Impressionen? Was man hier macht, ist erst die Zielgruppe festlegen, an wen die Werbung ausgespielt werden soll. Und das war das, bevor ich von Anfang des Tages rede. Entweder du kannst hier eine gespeicherte Zielgruppe verwenden, die du hier bei Zielgruppen machst. Das Ganze können wir uns erstmal anschauen. Du hast drei Möglichkeiten. Custom Audiences, die werden anhand deines Pixels erstellt. Das sind Leute, die beispielsweise deine Webseite besucht haben. Die werden beim Pixel wieder zusammengetragen. Und dann kannst du hier eine Custom Audience erstellen. Aber du kannst auch beispielsweise deine Mail-Kontakte hier einfügen. Und dann zum Beispiel eine Mail hat viele, viele verschiedene Informationen für Facebook. Und wenn du 5.000 bis 10.000 Mails einfügst, oder sag mal 1.000, dann kann Facebook eine Custom Audience aus deinen Mails erstellen. Ist es wichtig? Um später Leute wieder zu erreichen, um Webseitenbesucher zu erreichen. Beispielsweise kannst du eine Custom Audience erstellen für Leute, die die Webseite besucht haben, aber nicht gekauft haben. Nummer 2 ist Lookalike Audience. Lookalike Audience, die Base der Lookalike Audience ist die Custom Audience. Der vergleicht alle Informationen der Custom Audience und gibt dir und spuckt dir da die Lookalike Audience raus, was eine ähnliche Zielgruppe davon ist. Gespeicherte Zielgruppen sind einfach Zielgruppen, die du manuell verwendest und die für den Anfang wichtig sind. Und die können wir auch an dieser Stelle hier erstellen. Neue Zielgruppe. Hier wählst du, by the way, dann die Custom Audiences und so weiter aus. Standort Deutschland. Nehmen wir nochmal unser Austria rein. Dann gehen wir weiter runter. Alter 18 bis 65. Hier können wir das Alter einstellen. Und hier können wir auf jeden Fall das Geschlecht mit auswählen. Jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Erstmal diesen Haken hier raus, denn sonst haben wir verdammt viele Leute da drinnen, die wir nicht haben wollen. Wir wollen mehr Kontrolle über unsere Ads erlangen. Hier können wir genau die Leute auswählen, die die Ad sehen sollen. Lass uns mal eine spezifische Nische gehen. Lass uns mal in die Kaffeenische gehen von mir aus. Hier kannst du viel lernen.
Okay, hier gibt es viel, viel, viel zu berichten. Hier gibt es viel zu lernen. Es gibt Jobangebote da draußen, Facebook Ads Manager, die sehr, sehr gut bezahlt werden. Ich habe beispielsweise nach ein paar Wochen und Monaten, als ich Facebook Ads geschaltet habe, ein Jobangebot bekommen. Und mir wurde der Job angeboten, ich habe angenommen und da habe ich am letzten Tag noch einen Rückzieher gemacht, weil ich doch noch selbstständig sein wollte, was die beste Entscheidung meines Lebens war. Genau, das ist der Basic Gist. Wenn du Facebook Ads gelernt hast, du kannst da draußen so viel Geld verdienen. So viel, okay. Sky is the limit. Okay, hier haben wir das Ganze. Detailliertes Targeting. Und lass mal Kaffee. Ganz einfach. Okay, wir bleiben hier mal basic beim Targeting. Hier haben wir Kaffee. Wenn wir auf Vorschläge drücken, kommen viele verschiedene Kaffeesorten beispielsweise. Es kommen Kaffeemarken. Hier können wir das alles einfach mit reinnehmen. Okay, wir können zum Beispiel die ganzen Kaffeemarken mit reinnehmen. Okay, wir können das alles hier mit reinnehmen. Wenn Kaffee dir zu groß ist, kannst du Kaffee rausnehmen und du hast die ganzen Kaffeesorten hier drinnen. Das Ganze kannst du eingrenzen. Ich habe jetzt im Kopf gehabt, dass ich auf jeden Fall an verheiratete Frauen mit Kindern ein Wandbild mit Kaffee verkaufen möchte. Sowas wie, hey, vor dem ersten Kaffee lasst mich alle in Ruhe. Okay, und das Ganze weiblich designt. Und dann wählst du eine Zielgruppe dafür aus. Was ich gemacht habe hier an dieser Stelle, ich habe auf jeden Fall Kaffee mit reingenommen. Ich habe Frauen mit reingenommen. Ich habe das Alter ein bisschen weiter hochgeschraubt, weil ich nicht die Teenies erreichen wollte, die Teenie-Mütter. Und jetzt können wir hier bei demografische Angaben und dann können wir hier noch Eltern mit reinnehmen. Und dann haben wir hier eine Zielgruppe von Frauen, die gerne Kaffee mögen, 440.000. Das können wir speichern. Jetzt haben wir eine gespeicherte Zielgruppe. Wir bearbeiten die Platzierung, wo das Ganze denn ausgespielt werden soll. Und wir machen eine manuelle Platzierung daraus. Am Anfang empfehle ich dir nicht so breit gefächert zu starten. Starte einfach mal mit dem Facebook und mit dem Instagram-Feed, okay? Jetzt hast du zwei Feeds, auf denen du angezeigt wirst. Budget wollen wir auf jeden Fall auch. Entweder auf 5 Euro oder 10 Euro, je nachdem, wie viel du ausgeben möchtest. Je mehr du ausgibst, desto mehr Leute sehen das natürlich in der Zielgruppe. Wir haben 440.000 Leute. Für 10 Euro erreichen wir hier geschätzte Tagesergebnisse, worauf ich hierbei nicht so viel achte, okay? Das ist nicht so wichtig. So, wir gehen auch weiter. Jetzt sind wir beim dritten Fenster, in dem wir auswählen können, was der Kunde am Ende des Tages sieht. Und ich habe mich immer hier die Facebook-Seite von unserem Mert the Bull genommen. Wir können einfach eine neue Werbeanzeige erstellen, einen bestehenden Beitrag verwenden. Hier können wir ein einzelnes Bild nehmen, ein Karussell, eine Kollektion oder wir drücken auf bestehenden Beitrag verwenden. Hier können wir eine Werbeanzeige auf einen Beitrag schalten, der auf der Seite ist. Das heißt, hier machen wir mal eine neue Werbeanzeige. Wir gehen auf Medien hinzufügen. Wir haben das Bild ausgewählt, wir haben das Bild hochgeladen. Hier Coffee Time und dann kommt hier der Link rein. Das Ganze kann man natürlich auch auf Deutsch machen. Hier zum Beispiel für unsere Muttis, die mal eine kurze Pause brauchen. Dann haben wir hier einen Link, wo man draufklicken kann. Einen Titel. Warte, ich schreibe mal kurz hier ein Beispiel rein, dass du siehst, wo das hier aktualisiert wird. Das ist nämlich hier unten. Hier noch eine Beschreibung, hier weiter unten. Hier ist die URL, wenn man da draufklickt oder wenn man hier draufklickt, wo man landen soll. Hier einfach deine Shopify-Domain eingeben, ganz, ganz einfach, oder deine Webseiten-Domain, auf die du Werbung schalten möchtest. Und jetzt nochmal ein letzter Tipp an dieser Stelle, wenn du das hier und das hier eingegeben hast. Bei Call to Action mache ich gerne mal auch den Kein-Button, dass das Ganze mehr ausschaut wie ein organischer Post. So, der Rest ist ganz einfach. Der Rest, wir gehen einmal auf Bestätigen und schon ist unsere Werbeanzeige aktiv. Ich habe dir vorhin noch ein Video versprochen. Ich werde dir das jetzt unten markieren. Das ist einmal das Facebook Ads Pixel Video. Da werde ich ein zweites Video markieren, wie du einen Online-Shop aufbauen kannst. Und da werde ich noch ein drittes Video zum Thema Facebook Ads Fehler markieren. Das war's zu diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Aposwadi verabschiedet sich. Aposwadi out. Ciao, ciao.